Hallo und guten Morgen zusammen. Ja, kein schönes Thema, Covid-19, aber Portugal ist mittlerweile ein Hotspot und in Spanien sieht es kaum anders aus. Ich habe mir überlegt, was sind denn so die Maßnahmen, die Wohnmobilisten jetzt ergreifen können und speziell die Wohnmobilisten, was können sie tun, um einigermaßen safe und sicher zu sein. Als Heiko und ich im September hierher gekommen sind, da war Portugal noch ein Vorzeigeland und mittlerweile ist es ein Hotspot. Und je stärker die Zahlen steigen, desto mehr machen wir uns auch noch Gedanken darüber, was wir denn eben tun können. Und hier meine Tipps oder Anregungen dafür, wie man sich als Wohnmobilist so verhalten kann, dass man im Rahmen des Möglichen sicher ist. Das erste ist natürlich, dass man sich ständig und aktuell über die Entwicklungen auf dem Laufenden hält. Und hier wiederhole ich gerne nochmal das, was ich in einem anderen Video bereits gesagt hatte. Den Tipp habe ich auch erst vor einigen Tagen bekommen. Man kann sich aus portugiesischen Originalquellen informieren. Und zwar läuft das folgendermaßen. Ihr solltet euch, wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt, den Google Chrome Browser herunterladen. Der hat nämlich die Möglichkeit, rechts oben in der Ecke eine Übersetzerfunktion zu aktivieren. Das sieht aus wie eine weiße und eine schwarze Karte und dann kann man da Deutsch anklicken und kriegt alle Texte, die da laufen, in deutscher Sprache komplett angezeigt. Viel einfacher also als bei Google. Kann ich sehr empfehlen. Und unten habe ich euch dann auch noch einige Seiten verlinkt, wo man sich gut informieren kann, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich nenne die gerade nochmal. Die eine Seite ist Safe Communities Portugal, die auch aktuell informieren, auch zu anderen Sicherheitsthemen in Portugal. Und die zweite ist die Liste der Kreise, der Conselhos in Portugal. Da gibt es ja ein Ampelsystem. Von moderat bis sehr stark. Und da kann man nachgucken, in welchem Kreis Covid-19 gerade am stärksten wütet. Und man hat natürlich dann auch die Möglichkeit für sich zu entscheiden, halte ich mich jetzt sicherheitshalber in einem solchen Kreis auf oder eher nicht. Da gibt es ganz große Unterschiede. Auch das wäre da schon, wie gesagt, ein Tipp zu sagen, okay, ich fahre dahin, wo es einigermaßen sicher ist. Wir sind hier zum Beispiel im Conselho, im Kreis Odemira, im Alentejo. Hier sind wir auf der niedrigsten Stufe. Aber wie gesagt, wir sind nicht nur da wegen Covid-19, sondern einfach hier in Milfontes gehört zu dem Kreis, weil es hier eben auch schön ist. Ihr könnt einen Suchbegriff eingeben, Resolução do Conselho als Suchbegriff, auch den, der ist unten nochmal verlinkt. Da habt ihr die Originalresolution dann der portugiesischen Regierung und wie gesagt, das alles über den Chrome-Browser übersetzen lassen, dann seid ihr schon wirklich gut informiert. Der nächste Punkt ist, je stärker die Zahlen steigen, desto mehr Gedanken machen wir uns auch. Und meine Frage ist, habt ihr vielleicht schon ein Konzept? Was macht ihr? Wir, muss ich natürlich sagen, können das ja nicht hundertprozentig ausschließen. Es kann auch uns erwischen. So, und dann ist doch die Frage, was mache ich denn dann? Tendiere ich dazu, erstmal hier in Portugal zu gucken, was ich tun kann. Übrigens dazu gibt's dann wieder eine Telefonnummer, eine Hotline. Die ist bei Safe Communities Portugal, findet ihr die auch, unter Covid-19. Da wird empfohlen, dass man dort den erstmal anruft. Man soll nicht direkt zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus, sondern erst anrufen, Gespräch führen und dann wird entschieden, wie es weitergehen soll. Also gehe ich den Weg über Portugal? Oder sage ich direkt bei den ersten Anzeichen, ich breche hier sofort meine Zelte ab und fahre nach Deutschland, weil man denkt, dass die medizinische Versorgung gegebenenfalls in Deutschland besser ist als hier in Portugal. Wobei das ja auch nicht ganz so einfach ist, weil es scheint ja momentan so zu sein, dass man nach Frankreich nur noch einreisen kann in Zukunft, wenn man einen Negativtest hat, der nicht älter als 3 Tage ist. Also da sollte man ein Konzept haben oder führt man erst das Gespräch mit dieser Hotline. Ich weiß jetzt auch nicht, wie fit die dann in Deutsch sind, ob das nur in Englisch geht, um dann auf der Grundlage zu entscheiden,
begebe ich mich jetzt hier ins Krankenhaus oder in die Isolation oder versuche zurückzukommen. Also das sollte man schon überlegen. Und Basic für mich in der momentanen Situation ist ein Fieberthermometer. Würde ich mir auf jeden Fall, wenn ich es nicht habe, beschaffen, um da direkt auch ja, nach den Symptomen zu forschen, wenn man sich nicht so gut fühlt und sich der erste Husten vielleicht einstellt oder so. Der Tipp ist, für die Wohnmobilisten stationär zu bleiben, also jetzt nicht mehr großartig zwischen den Campingplätzen hin und her zu fahren. Auch das gibt ein Stückchen Sicherheit und vor allen Dingen, die Portugiesen haben mittlerweile natürlich einen dicken Hals, weil sie sehr eingeschränkt sind in ihrer Mobilität und sie sehen die Wohnmobile teilweise durch die Gegend fahren und verstehen dann die Welt nicht mehr. Das ist nicht so gern gesehen. Der nächste Punkt ist, sucht euch, wenn es irgendwie geht, ein Campingplatz, wo nicht so viel los ist. Wir haben das an der Algarve erlebt. Da sind Campingplätze teilweise proppenvoll. Da steht man wirklich Wand an Wand. Und hier im Alentejo, hier kann man sich quasi verlaufen auf dem Campingplatz. Da kommt man sich fast vor wie im Wald. Und ab und zu steht da mal irgendwo ein Wohnmobil rum. Das ist natürlich eine andere Situation. Und beobachtet, wie die Betreiber des Campingplatzes mit den Hygienemaßnahmen umgehen. Da haben wir ganz verrückte Sachen erlebt. Wir haben an der Algarve erlebt, da gibt es einen Campingplatz, den ich hier nicht nennen möchte, der aber sehr beliebt ist, der ist rappel voll und ich glaube, die leben da immer noch auf einer Insel, als gäbe es kein Covid-19. Andere Campingplatzbetreiber sind wirklich ganz genau mit Desinfektionsmittel und mit Eintreten und dann wird alles desinfiziert, was man dann anpackt und hast du nicht gesehen. Das ist sicherlich auch ein Kriterium und wir hatten auch auf einem Campingplatz, das war ein wichtiges Kriterium für uns, da sind wir gefahren. Da waren ganz liebe, nette Kinder, super toll und wir lieben Kinder und alles toll, aber wenn da auf dem Campingplatz relativ viele Kinder sind, der voll ist und diese Kinder spielen dann noch auf engstem Raum, die kriegt man nämlich nicht auseinander, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre und die hängen da aufeinander, ist das natürlich auch nicht so ganz toll. Also da hatten wir auch unsere Bedenken. Klar, Thema Desinfektionsmittel, das sollte man immer im Wagen haben. Wir stellen das bei uns direkt an den Eingang hin. Und wenn wir mal fahren müssen zum Einkaufen oder Gas tanken, dann holen wir uns das Desinfektionsmittel auch direkt nach vorne in den Fahrerstand, um auch wirklich dran zu denken, wenn wir wieder ins Auto einsteigen. Stichwort antizyklisches Verhalten. Antizyklisch Verhalten ist der Trick, dass man sagt, ich gucke dann mal, ich gehe dann wirklich erst einkaufen, Lebensmittel einkaufen, wenn erfahrungsgemäß in den Lebensmittelgeschäften möglichst wenig los ist. Kann man darauf achten, da gibt es auch bei Google so Statistiken, wann die Belastung in den Geschäften relativ niedrig ist. Wir lassen uns aus Deutschland diese Masken kommen, die Viren abtöten, das ist ja wohl nachgewiesen, beziehungsweise man sollte sich zumindest die FFP2-Masken kommen lassen, die hilfreich sind und nicht so rumlaufen, wie ich das hier tue mit dem Bart, weil das habe ich jetzt gerade aktuell nochmal gehört. Ich werde mich jetzt also auch rasieren, nachdem ich das gehört habe. Wenn man hier diesen Bart hat, nutzen die Masken relativ wenig, da geht es eben seitlich dann noch mit rein. Habt den Mut in einem Lebensmittelgeschäft, das erleben wir ja auch mehr oder weniger regelmäßig, dass euch jemand zu nahe kommt, euch an euch vorbeidrängt in einem Gang oder an der Kasse aufrückt. Dann könnt ihr einfach sagen, por favor, distancia. Distancia versteht jeder. Und ich praktiziere das und die Leute machen das und gehen dann zurück. Man sagt das freundlich und die Leute reagieren dann darauf. Oder beispielsweise, wenn einem in einem engen Gang jemand entgegenkommt, drehe ich mich auf dem Hacken rum. Geh wieder aus dem Gang raus. Ich muss ja nicht unbedingt jetzt an dem vorbeilaufen. Oder jetzt könnt ihr lachen, ich halte auch mal 10 Sekunden die Luft an, wenn es denn mal wirklich eng an einer Stelle wird und es gar nicht anders geht.
Die Fahrten mit dem Wohnmobil, das hatte ich glaube schon gesagt, auf das absolut Nötigste reduzieren. Und an der Tankstelle ziehen wir uns immer Gummihandschuhe an, weil diesen Tankgriff, den fassen ja so viele Menschen an. Und klar, wir haben das Desinfektionsmittel an Bord, aber da nehmen wir eine doppelte Sicherheit. Diese Handschuhe, diese Wegwerfhandschuhe, die kosten nicht viel und das kann man eventuell ja, bezahlen. Wenn ihr ins Lokal geht und die Lokale haben wieder auf, da so haben wir das in der ganzen Zeit gemacht, haben wir uns auch immer draußen hingesetzt. Das geht, das ist vielleicht nicht immer ganz so warm dann, wenn man abends was essen geht, aber man zieht sich eine Jacke über und dann hat sich der Fall. Kartenzahlung ist ganz wichtig. Nicht mit Geld bezahlen, wenn sich das machen lässt in so einem ganz kleinen Lädchen, ist es vielleicht nicht möglich, aber da, wo man es machen kann, versucht es mit der Kartenzahlung. Ja, das waren so die wichtigsten Tipps, die ich euch geben kann. Vielleicht war das eine oder andere nützliche dabei und vielleicht habt ihr auch noch eine zusätzliche Idee, wie man sich, wenn man im Wohnmobil ist, wie man sich schützen kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, ganz wichtig. Bleibt gesund.